Hey Bruder, was regst du dich auf? Du regst dich nie aus dem Grund auf, aus den du meinst. Es ist alles bedeutungslos. Das ist nicht die Wahrheit. In Gott gibt es keine Aufregung. Da ist alles Gelassenheit, Leichtigkeit, Einfachheit. Es ist alles im beständigen einem Fluss. Da gibt es keine Gefühlswallungen, mal himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Ich bin einfachstes Sein. Also, woher kommt da eine Aufregung? Ich muss mich geirrt haben. Ich setze mich selber immer wieder unter Stress. Ich mache mir selbst den Druck. Scheinbar unbewusst. Was es in Gott ja auch nicht gibt. Was soll da unbewusst sein? Es ist nur mein eigenes Versteckspielen. Das sind nur meine eigenen Verdrängungen und die triggern mich. Und ich weiß nicht mehr, woher es kommt, weil es schon so uralt ist. Und dann, naja, wenn ich ehrlich hinschaue, bin ich eigentlich hier in meinem Traum in einem Dauertrigger. Selber irgendwas. Selber irgendwas, was mich in Aufregung versetzt. Ploppt ständig ein Urteil. Völlig belanglos. Und sei es nur, dass vielleicht dieser Sessel, den ich hier sehe, vielleicht gerade nicht so steht, wie ich das gerne hätte. Oder wer hat da die Heizung heruntergedreht? All das sind Störungen, ne? Und da keinen Unterschied mehr zu machen. Störungen sind Störungen. Ich störe immer wieder meinen eigenen Frieden. Es sind wirklich Belanglosigkeiten. Mit denen kann ich mich aber ganz schön beschäftigen. Ne? Und jetzt ist unser Lernen, das einfach nur anzugucken. Also das hält mich ja nur in Wallung. Ne? Das ist immer wieder eine Hab-Acht-Stellung, ein Kontrollieren. Und dann kommt irgendwas, was mir nicht passt und Und ich darf ja nicht vergessen, ne? Das Thema Finanzen, das Thema Geld. Da schau mal hin, wie sehr dich das in Angst hält, ne? Obwohl vielleicht jetzt gerade alles gut ist. Und ja, da muss ich hinschauen lernen. Vertrauen entwickeln. Diese Welt hier, die ich mir kreiert habe, bedeutet nichts. Mir kann nichts geschehen. Mir kann nichts genommen werden. Es ist nichts bedroht. Es ist nur mein altes Denken über mich und meine Welt, die mich das scheinbar bedroht, mich in Aufregung hält. Doch diese Welt bedeutet nichts. Ich rege mich auf, weil da nichts ist. Weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Meine Körperaugen täuschen.
will ich zum großen Teil nicht wahrhaben oder zum größten Teil. Es gibt Bereiche, da will ich das einfach hartnäckig nicht einsehen. Naja, da muss ich wohl noch mehr aufweichen, noch mehr kapitulieren, noch mehr Gott durch mich hindurch strahlen, leuchten, wirken, wie auch immer lassen. Dann bin ich wohl noch nicht herausgeputzt für unseren lieben Vater. Dann ist der Innenputz wohl noch nicht vollständig. Naja, gut, okay. Na, weiter geht's. Bis hin zum großen Strahlen. Es ist schon alles da. Es ist schon alles geschehen. Hab's nur noch nicht so ganz kapiert. Hab nicht kapiert, dass gar nichts los ist. Weil in meiner kleinen Welt so viel los zu sein scheint. Komm gar nicht mehr hinterher. Bin völlig erschöpft. In meiner Welt schaffe ich das nicht mehr. Und was ist mit Gott und der Welt Gottes? Was ist mit der höheren Ebene, der geistigen Welt? Da schau hin, da höre hin. Das bist du. Geister sind verbunden. Mein Bruderherz, wir sind verbunden. Sorge dich nicht. Lebe ewiges Leben. Du bist verantwortlich. Sei vernünftig. Und nutze alles für dich. Jeden Moment. Genau hier und jetzt. Immer deine beste Lernsituation. Es ist immer richtig. Du bist immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Schwatz dir selber nichts mehr auf. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Weil ich es irgendwie immer anders haben will. Ne? Weil ich Gott nicht wirklich durch mich wirken lassen will. Da ist scheinbar immer noch eine Abwehr. Sonst würde ich diese Lektion hier nicht hören, nicht bekommen. Dann scheint die vollständige Vergebung noch nicht erfahren worden zu sein. Na, Gott ist aber nur Vollständigkeit, Ganzheit, Totalität. Nein. Weiter geht's. Deshalb scheinen jetzt die Lektionen so ähnlich, ne? Das sind ja meine Verstrickungen. Alles scheint ja eng verwoben in meinem Denken. Und jetzt lösen wir das Schritt für Schritt ganz langsam und sanft auf. Ein jeder für sich scheinbar und doch gemeinsam. Die Übungen mit diesem Gedanken sind den vorangegangenen sehr ähnlich. Es ist wiederum notwendig, sowohl die Form der Aufregung, Ärger, Angst, Sorge,
Depression, Hass, Groll und so weiter. Als auch die von dir wahrgenommene Quelle ganz ausdrücklich bei jeder Anwendung des heutigen Leitgedankens zu benennen. Zum Beispiel, ich ärgere mich über, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Weil ich etwas wahrmache, was nicht existiert, könnte ich auch sagen. Ich mache mir Sorgen um, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich bin depressiv, weil ich etwas sehe, was nicht da ist, weil ich etwas für wahr erkläre, was nicht existiert. Ich habe Angst vor, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich hasse dich, weil ich etwas sehe in dir, was nicht wahr ist oder was nicht da ist. Es triggert irgendetwas in mir und ich werfe es nach außen. Ich projiziere und dadurch habe ich mir meine Welt kreiert, die ich für wahr erklärt habe. Ich sehe es doch mit eigenen Augen. Ich bin doch mein eigener Zeuge. Das ist doch scheiße, was ich da sehe. Das macht man doch nicht. Wo ist das? Es ist immer bei mir. Bei mir. Hier. Hier, hier, hier. In mir. Vergraben, versteckt. Gammelig, schnoddrig. Uralter Gram. Und doch ist es nichts. Falsch gedacht. Gott sei Dank. Also nutze diese Übung. Wir gehen da jetzt wieder eine Minute hinein. Ich lese das noch einmal zu Ende. Der heutige Leitgedanke kann nutzbringend auf alles angewendet werden, was dich aufzuregen scheint. Und kann mit Vorteil den ganzen Tag über zu diesem Zweck verwendet werden. Du siehst genau, was dich aufregt. Du weißt genau, was dich aufregt. Du siehst es immer klarer. Immer öfter und vielleicht auch immer heftiger. Weil es offengelegt wird, weil es zutage kommt, auftaucht, damit es gehen kann. Damit ich genau das verlerne. Allerdings sollte, wie zuvor, den 3 oder 4 erforderlichen Übungszeiten wiederum etwa eine Minute der Geisteserforschung. So ein wichtiger Begriff. Geisteserforschung. Nimm dich ernst darin.
durch deine Vernunft, durch deine Verantwortung. Aber leicht, mit der Leichtigkeit Gottes und nicht mit der Strenge, mit dem fetten Urteil deines alten Denkens. Es ist dieses ehrliche Hinschauen, ehrliche Hinhören. Es wird dir ja alles gezeigt und gesagt, ne? Eine Minute der Geisteserforschung vorausgehen und dann der Leitgedanke auf jeden Gedanken angewendet werden, der bei der Suche aufgedeckt wird und der Aufregung erzeugt. Und wenn du dich bei einigen Gedanken, die dich aufregen, mehr als bei anderen sträubst, dein Widerstand, deine Abwehr, den Leitgedanken auf sie anzuwenden, dann denk wieder an die beiden Ermahnungen aus der vorherigen Lektion von gestern. Es gibt keine kleinen Aufregungen. Sie alle stören den Frieden meines Geistes gleichermaßen. Ich krieg's nur nicht mehr mit, weil ich es schon so gewohnt bin. Das hält mich ja scheinbar lebendig. Meine Angst passiert halt, ne? Wie brutal kann ich eigentlich mit mir sein, ne? Wenn man wirklich genau und noch genauer dahinter schaut. Ich kann nicht an dieser Form der Aufregung festhalten und die anderen fallen lassen. Ich kann nicht dem wieder mehr Bedeutung geben und das andere einfach so abtun. Aufregung ist Aufregung, Ärger ist Ärger, Wut ist Wut, Angst ist Angst. Es gibt ja nur Liebe oder Angst. Es entspringt ja alles aus der Angst, was uns da aufgezählt wird. Also, Heiliger Geist. Bitte heile du meine auf Angst basierten Gedanken. Ich kann nicht an dieser Form der Aufregung festhalten und die anderen fallen lassen. Zum Zweck dieser Übung will ich sie deshalb alle als gleich ansehen. Deshalb sage ich dir, es ist nur ein Angstgedanke, der uns so bestimmt, der unser Leben ausmacht, den ich habe so riesig werden lassen. Mit dem ich scheinbar meine Welt ausgeschmückt habe, verkleidet habe. So, deshalb kann ich diesen einen Gedanken nehmen. Und dem allem Macht entziehen, weil es meine eigene ist. Und jetzt sehe ich, der Schleier ist gelüftet. Gottes Welt. Die wahre Welt. Die wirkliche Welt. Na, herzlich willkommen zu Hause. Und da, und nur da gebe ich alles hin. Die Macht Gottes ist mein mächtiger Gefährte. Mitschöpfer des gesamten Universums und darüber hinaus. Tauch auf, erscheine, zeige dich.
Dein Licht wird so gebraucht. Du weißt das ganz genau. Dein Licht wird so gebraucht. Wenn du vielleicht jetzt auch nicht genau weißt, wofür, wozu, du musst es auch nicht wissen. Du wirst gebraucht. Hör auf, dir immer wieder Erklärungen oder wozu es dienen soll, dir da immer irgendwie was holen zu müssen, brauchen zu müssen. Du brauchst keine Bestätigung. Du bist das Licht der Welt. Dann sei es und erwarte nichts. Erwarte nichts. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist, weil ich Erwartungen habe, weil ich meine, ich brauche etwas. Ich will das aber. Ich krieg's nicht. So ein Scheiß. Das ist Kleinheit, ne? Das ist kindische Spielerei. Ich rufe dich im Namen des Vaters. Erwache, stehe auf, Auferstehung jetzt, im geistigen Sinne. Du werde groß. Du bist groß. Okay, wir schauen uns die Übung nochmal genauer an. Geisteserforschung. Schau in deinen Geist, was dich da aufregt, was dich da scheinbar stört. Und sei ehrlich. Und dann nutze diese Beispiele. Wandle sie um für dich und nutze diese Sätze da unten. Das ist alles ein Mittel für dich. Und das genügt. Und lass jetzt diese Gedanken wieder ziehen. Denke jetzt nicht weiter drüber nach. Jetzt, wo bist du jetzt gerade? Ist jetzt was los? Ist jetzt Aufregung da? Und wenn? Wenn ja, wo ist sie? Mein Heiliger Geist, ich brauche Hilfe. Das ist nicht die Wahrheit.
Ich will diese aufregenden, unwahren Gedanken nicht mehr. Die mich immer irgendwie unter Spannung halten. Danke, danke, dass du mir so hilfst, mich loszulassen, mich in Ruhe zu lassen, mich selbst zu befreien. Meinen so beharrlichen Glauben an Selbstverletzung, Kreuzigung, mehr und mehr loszulassen. Danke, wow, danke, danke, dass ich so zurücktreten darf, so erweichen darf und mir geistig im Miteinander immer näher komme. Gottes Gnade ist so mächtig, so gewaltig, so liebend und liebevoll. Und wieder sei still und wisse, ich bin Gott. Kind, du bist nur Liebe, aus der Liebe selbst erschaffen. Punkt. Sieh den Christus, sieh nur den Christus. Und Ruhe und Stille ist dir gegeben. Ja, tritt noch weiter zurück. Umso weiter du zurücktrittst, umso mehr bist du da, genau in diesem Moment, weil du dich eben nicht mehr verstrickst und vertüddelst mit deiner Geschichte, mit deinen vergangenen Erfahrungen. Weil du eben nicht mehr bereit bist, das mit dem Jetzt zu verknüpfen, zu verstricken. Ich muss zurücktreten. Ich muss dieses Zurücktreten verstehen. Damit ich mich in Ruhe lasse. Und mich so annehme, wie Gott mich schuf. Also denke nicht erfahren. Wo ist denn das Licht? Das schimmert schon. Ich gucke noch ein bisschen genauer.
bin noch sorgfältiger mit meinem Aufräumen. Ich rege mich auf, weil ich etwas sehe, was nicht da ist. Ich wünsche uns einen so stillen, ruhigen, friedlichen Tag. Um den einen Moment in Ausdehnung. Mit Gott in deinem Geist. Und mit dem Heiligen Geist an der Seite und Jesus und sowieso dem Bruder. Es ist immer gegeben, auch wenn du da scheinbar alleine irgendwo sitzt, bist. Du bist nicht alleine. Niemals. Hab's gut mit dir. Grüß Gott.